Punkte übrig. Das klingt nicht gelogen. Also man müsste sich das angucken. Du könntest sonst auch generell einen Trupp Helden oder einen Trupp Söldner selber in die Berge schicken zu den Ferkinnen, um die zu fragen, ob das wirklich diese Left-Hands-Priester sind, ob das irgendwelche verwandelnden Daimonide sind. Wenn deine Söldner wieder lebend ankommen, können sie sicherlich berichten, ob das stimmt. Ansonsten lässt die Nachtwinde verfolgen, also so eine Kabalim aus Maraskan. Die habt ihr ja selber schon Kontakt bekommen. Diamantis wurde fast getötet. Ja, dann haben sie nicht angegriffen, warum auch immer. Aber naja, wenn sie Nachtwinde umbringen lässt, das ist jetzt nicht irgendwie... Also wenn das denn stimmt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Aber sie geht rigoros gegen die Feinde von Elbrum vor. Mhm. Ja, Sulamin wiegt bedächtig den Kopf hin und her und meint, nun ja, gegen diese Daimoniden vorzugehen, ist ja sicherlich keine schlechte Sache. Und ansonsten sieht das regelrecht nach einem Rundumschlag aus, oder? Ja, tatsächlich. Die Fexkirche kann nicht genau verstehen, woher dieser Hass kommt. Viele Schüler aus der Schule der Schmerzen gibt es nicht. Ein mysteriöser Schatten hatte damals kurz vor der Befragung viele Akoluten und Eleven umbringen lassen. Und Kelbarra ist eine der wenigen Überlebenden. Woher auch immer die jetzt so gesucht wird, oder das Kopfgeld sind 400 Dukaten. Das ist unglaublich hoch für eine einzelne Schülerin oder Abgängerin. Und jede, der irgendwie mit Kelbarra in Verbindung steht, wird verfolgt. Und das kann man sich nicht genau erklären. Man weiß nicht, woher dieser Hass kommt. Das ist das einzig Merkwürdige, was sie ansprechen lassen. Ja, Sulamin meint dann, nun, was diese Kelbarra angeht, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Was eine Kabalie mit dem Namen die Töchter Niobaras angeht, vielleicht eher. Nun ja, ich werde mir die Lage einmal ansehen und vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal dann Informationen, die ich euch verkaufen kann. Sehr gerne. Wir geben und nehmen. Alles hat seinen Preis. Gut, dann nehme ich die Adresse von dem Balayan und mache mich auf. Ja, er würde dir höchstwahrscheinlich geschickt werden auf dein Schiff. So kulant ist man dann doch. Sulamin nickt. Oder so. Dann fex mit euch. Gut, und wenn du dann wieder auf dein Schiff kommst, kannst du sehen, wie vor dir im Hafen eine abgekämpfte Gestalt in einer schwarzen Magierrobe in Richtung der Planken von eurem Schiff humpelt. Er zieht so ein bisschen sein Bein nach und wirkt schwer verletzt. Erkenne ich diese Person? Auf den zweiten Blick ist es Abelmir. Ach so. Gut. Ein Grund zur Sorge also. Gut, ich stürze hin. Abelmir, das seid ihr ja. Ihr solltet euch nicht so anschleichen. Anschleichen? Ihr seid ja. Was ist passiert? Ihr wart... Eine lange Geschichte. Vielleicht sollten wir erstmal an Bord gehen und ich könnte mich ein wenig zurecht machen. So aber ja, natürlich, kommt, ich helfe euch. Ach, vielen Dank. Ja, dann helfe ich ihm die Planke hoch und führe ihn erstmal zu seiner eigenen Kajüte. Ich bin gleich. Gib mir ein halbes Stundenglas. Vielen Dank. Ich lasse euch eine Schale Wasser bringen. Das wird nicht notwendig sein. Seid ihr verletzt? Kannst du wohl noch sehen, wie so Limbusnebel um ihn herum wabert, den er gar nicht ganz los wird. Selbst als du aus dem Keller der dunklen Fort herausgetreten bist, hast du ja schon die ein oder andere Limbusreise mal mitgemacht. Aber wenn er seit so sehr langer Zeit hier herumhumpelt, dann müsste der restliche Limbusnebel schon abgeklungen sein. Aber er muss echt viele Reisen hinter sich gebracht haben. Nein, das geht schon. Ich kann für mich selber sorgen. In einem halben Stundenglas in eurer Kajüte? Aber ja, gerne. Wo sind die anderen? Wo treiben sie schon wieder rum? Nun, sie kümmern sich um einige letzte Besorgungen, die Geschützmannschaft und dergleichen, ihr wisst. Vielleicht sollte ich dann mit meinem Bericht warten, bis alle wieder eingetroffen sind, damit ich nicht alles dreimal erzählen muss.
Nun, wenn ihr sagt, in einer halben Stunde, ich denke, bis dahin sollten hoffentlich alle wieder da sein, wenn alles glatt gegangen ist. Na gut, dann bis gleich. Ja, Zulamin guckt noch ein wenig besorgt und lässt ihn dann aber allein, wie es sein Wunsch ist. Ich würde dann mal meinen Schlüssel hoffentlich aus meiner versteckten Tasche ziehen und das Schloss bei meiner Tür aufmachen. Weil es ja noch nicht fertig ist, hoffe ich. Gehe ich noch aus meiner Kajütertür. Wo dann hineintreten, die Tür dann mir schließen und wir verschließen. Und mich dann mal zur Kiste rumpeln, die unter meinem einer bestimmten Stelle in meiner Kajüte verborgen ist. Dort einen Heiltrank C rausziehen und ihn sorgsam entkorken und hier erstmal mein Bett herunterkurbeln und mich aufs Bett setzen und diesen Heiltrank trinken. Besser. So, wir haben, ich glaube, ich ist 3W plus 2. 2W plus 4. 2W plus 4, glaube ich. Gucken wir einfach mal. 2W plus 4. 3W plus 4. Dafür geht man doch gar nicht erst aus dem Haus. Ah, oh, es geht sogar. Oh. Oh, das war ein Wurf für große Jungs. Ja, nachdem ich das erledigt habe, streife ich natürlich meine wahrscheinlich ramponierten Kleider ab und schmeiße sie irgendwo, ich lege sie über einen Stuhl und ziehe mir neue Kleider aus, eine neue Robe aus dem, ja, mein umfangreichen Sortiment hoffentlich im Schrank heraus. Und würde mich da ankleiden und mich vielleicht auch nochmal aufs Spiegel betrachten, wenn ich ein Spiegel habe. Ich gehe mal aus. So kann ich, naja, es wird wohl gehen. Nun, was erzähle ich Ihnen? Kurbel. Ah, da war ja noch was. Ich wollte mal nochmal diese Kleider, die ich abgelegt habe, greifen und da natürlich die Geschenke, die Thesenpapiere von Kasim herausziehen und die sorgfältig auf dem Tisch ausbreiten und ja, das wird uns hoffentlich weiterhelfen. Ich würde den einstecken und ich denke, knapp wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert haben und wird mich dann auf den Weg zu Sulamin begeben, zu ihrer Kabine, Kajüte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kabine und einer Kajüte? Ist größer? Ja, eine Kabine ist größer und luxuriöser ausgestattet, denke ich mal. Dann ist es wohl definitiv ihre Kabine. Ich bin ja an Deck. Wenn ich mich um die Elefanten und so kümmere, sehe ich dann auch, wenn unser guter Diamantis wieder an Bord kommt. Ich gehe davon aus, ja. Warum nicht? Komisch, auf den warte ich auch gerade. Ja, dann würde ich auf ihn hinzutreten, weil ich ja die Sache in unserem Sinne erledigt habe. Zumindest denkt Boltax das. Diamantis! Ah, Boltax. Ja? Nun, wie kann ich dir helfen? Gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich habe die Sache mit Villa in unserem Sinne geklärt. Sie wird früher oder später an Bord kommen und Zulamin die Wahrheit beichten. Ganz ohne, dass wir das Buch erwähnen. Ja, ja. Was hast du sie gefunden? Hast du sie gespürt? Oh, ich brauche sie nicht zu finden. Weißt du, in ihrer Kajüte waren noch ein paar Haare und die sind ein potenter magischer Fokus. Und ja, ich habe jemanden gebeten, der etwas überbringen kann, etwas sehr Negatives, und sie kann sich diesem Negativen nur entledigen, wenn sie eine gewisse Bedingung erfüllt. Und in dem Fall die Bedingung, dass sie sich einer Befragung von Zulamin stellt, in der sie nur die Wahrheit sagen kann. Und das... wird sein Zauber auf sie sprechen? Wird das zwingen? Ich mache hier gar nichts. Ich wasche meine Hände in der obligatorischen Unschuld. Nun, wie gesagt, ich habe alles wunderbar geregelt. Wir müssen gar nicht aufs Tagebuch selbst eingehen, wobei ich das natürlich Zulamin trotzdem jetzt zukommen lassen werde. Ich habe ihr gesagt, ich gehe die Sachen durchsuchen.
Das bietet sich nun an, sodass Sulamin weiß, worauf sie in ihren Fragen eingehen muss. Aber Boltax, ist das nicht genauso etwas, was wir nicht machen sollten? Einfach hinter dem Rücken der Kapitänin handeln? Ich meine, Sulamin hat zwar gesagt, dass du während sie dabei ist, in den Kopf schauen kannst, aber geht das nicht schon etwas zu weit? Ich weiß nicht, also so wie ich Sulamin verstanden habe, sollte ich die Schritte ergreifen. Und das Ding ist, wer sagt denn, dass Hyvilla noch einmal zurückkehrt? Und nun, so wird sie auf jeden Fall zurückkehren. Wir haben damit das Richtige getan. Richtige, sagst du? Ja, ja. Und wie genau funktioniert das mit diesem Zauber? Musst du ihre Haare in so einem Trank brauen, wie Serpentilio das manchmal macht, oder? Genaueres weiß ich davon nicht. Das ist, wie gesagt, nicht mein Metier. Ich mache hier überhaupt nichts. Der Zauber geht nicht von mir aus. Halligan? Nein, nein. Es ist ein Naturzauber. Ist nicht so wichtig. Zerbrich dir deinen Kopf nicht darüber. Lass uns jetzt einfach erstmal zu Sulamin gehen. Ich glaube, sie brennt förmlich darauf zu wissen, was da los ist. Und unsere gute Intuition hat uns zu diesem Tagebuch geführt. Natürlich, wie versprochen, werde ich nicht auf dich als Hinweisgeber eingehen. Ich werde es Sulamin selbstständig präsentieren. Ja, danke dafür. Natürlich. Du hast wirklich einen guten Riecher bewiesen. Das muss Gerechtigkeit widerfahren hier an dieser Stelle, nicht wahr? Ja, genau. Gerechtigkeit. Wer uns ausspioniert, das geht doch nicht. Nun gut, dann einmal auf zu Sulamin. Ich habe mich um Schnabelmir und die Elefanten gekümmert und ach ja, denen geht es wirklich gut. Oh, und hast du gesehen, dass Groschow mittlerweile apportieren kann? Was? Wer kann... Leute, ich bin in den Gedanken immer noch ganz in der ganzen Marek-Sache. Ach so, es tut mir leid. Ich wollte jetzt mit etwas Positiverem einsteigen. Aber gut, lass uns doch schnell zu ihnen hingehen. Ja, tun wir das wohl. Herein! Abelmir? Ja, ihr seid ja auch da. Abelmir, schön euch zu sehen. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, er schafft das. Ja, Abelmir, nehmt ein Glas Wein. Natürlich schaffe ich es. Irgendjemand muss ja auch ruhig aufpassen. Nein, ich hatte meine Kleidung gewechselt. Ach, dort sind noch ein paar Tropfen. Ach, verdammt. Ich gebe zu, ich war kurz davor, euch einen Gotongi auf den Hals zu setzen. Das sollt ihr lassen. Nun, wie war denn besorgt um euch? Ich hatte keine Sorgen. Ich wusste, ihr schafft das. Ich war mir eigentlich sehr sicher, ihr würdet nicht zurückkommen. Eure Anteilnahme ist wirklich bemerkenswert. Nun, ihr lebt ja. Ja. Seht ihr? Kein Grund zur Anteilnahme. Nun, wo ist Rafim? Ich glaube, der ist, der ist mit unserer neuen, das habt ihr gar nicht mitbekommen, oder? Wir haben einen neuen Gast an Bord. Hippolyta von Gareth hat bei uns angeheuert. Hippolyta von Gareth. Ihr solltet aber ihren vollen Namen nicht verwenden. Einfach Hippolyta oder Adepta ist in Ordnung. Wir haben der Frau sehr viel beizubringen, fürchte ich. Ja, ganz viel über die Armbrust. Seid ihr euch sicher, dass ihr bedenkt, was dort vielleicht dranhängt? Nun, ich gestehe, dass mir das Mittelreich inzwischen relativ egal ist. Sie scheinen nicht übermäßig daran interessiert, uns zu unterstützen. Und ich glaube, dass Hippolyta nun bei uns ist, kann sich zum Guten wie zum Schlechten auswirken. Ich denke, es gibt hier zum jetzigen Zeitpunkt keine eindeutige Richtung.
Nun gut, es ist eure Entscheidung. Ihr seid die Kapitänin, nicht wahr? Und das Wichtigste, was wir hier tun können, ist, sie aus den Klauen des Buniner Staubcurriculums gefreit zu haben. Ich glaube, Rafim arbeitet sehr eifrig daran, sie aus dem Klauen staubiger Bücher zu befreien. Nun, ja, die sind am Kämpfen. Schon seit einer ganzen Weile. Als ich mich um Schnabelmir gekümmert habe, habe ich den Lärm gehört. Habt ihr dieses Vieh wirklich nach mir benannt? Ja. Sehr unerfreulich. Nun, es war ja euer Tier und ihr wolltet es nicht und da dachte ich, ich tue euch einen Gefallen damit. Wir setzen es bald in der Janka ab und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Eigentlich nicht, nein. Schnabelmir bleibt an Bord. Ich möchte auf ihm reiten. Nun ja, ist eure Entscheidung. Nun, was soll ich sagen? Die Reise zurück aus Kuslik verlief nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Eine, nun ja, astrale Interfluktuation des Strahls katapultierte mich in den Pentagon-Tempel zu Gareth. Nun, was soll ich sagen? Als ich endlich die Draconita von meiner Unschuld überzeugen konnte, mit Hilfe von seiner Hochführenden Itzcock, nun ja, trampelten ein paar Helden in die Gutsstube, könnte man sagen. Sie berichteten von einer haarsträubenden Geschichte, von einem Kult des Herrn der Rache. Und nun ja, ich ließ mich überzeugen und beschloss, sie zu unterstützen, um nun ja diesen Kult auszuräuchern. Es führte mich wieder einmal, muss ich gestehen, in den gesplitterten Berg, in der Dämonenbrache. Und nun ja, mit meiner Hilfe konnten wir diesen Kult nun ja besiegen und zerschlagen. Leider ist ein Magier, der uns begleitet hatte, bestand darauf, dass wir nun ja ein paar Paktierer leben lassen sollten, um ihn Gnade zu widerfahren. Ich spucke dieses Wort förmlich aus. Nun ja, es wird sich zeigen, was sich daraus ergibt, aber nun ja, dieser Kult ist zuerst beseitigt und diese Queste, die die Praeskirche veranstaltet, um das Licht, das ewige Licht in der Stadt zurückzubringen, nun, es wird wohl fortfahren, diese. Die nannten es Quanions-Queste. Ihr erinnert euch, wir hatten damals auch mit zu tun in Milaskan. Oh, diese furchtbare Insel. Ja, nun ja, es ist wohl etwas im Gange in der Kirche des Praios. Sie rücken nicht wirklich damit heraus. Und nun ja, das Wenige, was ich weiß, ist wohl, dass wohl nach diesem Licht gesucht wird. Was sie damit bezwecken wolle, ist wohl klar, aber ob sie erfolgreich sein werden, nun ja, das wird sich zeigen. Mhm. Ach ja, ich habe ein paar Geschenke von einem, nun ja, Eiselementaristen aus Draconia. Er nannte sich Kasim Ibn Alam. Zwei Thesiskerne. Zwei wahre Namen und eine ja, Ritualkenntnis bezüglich eines Stabrituals konnte er mir mitgeben. Ich denke, sie werden uns hilfreich sein bei einem Kampf gegen Dämonenarchen. Warum bloß lasst ihr euch immer mit so seltsamen Gestalten ein? Könnt ihr nicht mal mit respektablen Magiern verkehren, Abel? Ich weiß nicht, ist das nicht dieser Magier, der Yalan Entsorgern kontaktiert hat? Ja, er sprach davon, dass er Yalan schon kennengelernt hat. Dieses verdammte Schwert ist wohl auch eingetroffen inzwischen. Ihr wisst schon, dieses Schwert von, ja, das verflucht wurde vom, ja, vom ewigen Schlechter. Oh, ja. Sie wollen es wohl reinigen. Nun, wenn es gelingt, ist das doch gut, nehme ich an. Nun, ich bin mir nicht sicher. Etwas geht dort vor, dieser Magier. Bin mir nicht sicher, ob er
vom Namenlos befleckt wurde oder ob er nun ja selber ein Diener des Rattenkindes ist, aber ich habe einen Bericht aufgesetzt an den Boten des Lichts und ich denke, die Inquisition wird sich darum wohl kümmern müssen. Um wen? Ja, um diesen verrückten Magier, der nannte sich Teferi, ein Belhanka. Kennt ihr einen Teferi, ein Magister Teferi? Kommt doch von dieser verdammten Akademie. Ja, also. Das nicht, aber sind Belhankana nicht gewöhnlich sehr, wie soll ich sagen, nicht gerade ein Fall für die Inquisition? Nun ja, er verströmte ein purpurnes Licht und er verschonte diese Diener des Herrn der Rache. Also mir ist er nicht geheuer. Nun, das klingt in der Tat etwas suspekt. Ich weiß ja nicht. Ich habe von einem solchen Mann zwar mal gelesen, aber ihn selbst nicht kennengelernt. Er hatte, weiß nicht, irgendein Buch zum Turmbau geschrieben. Das Einmaleins der Magiertürme oder so. Ja. Da ging es wohl darum, wie ein Magier eine hübsche Villa einrichtet oder einen Turm. Aber ich bin nicht sicher, ob es der gleiche ist. Und dann ging es noch um irgendeine Würfelbox oder so. Teferi und seine Würfelbox. Das war ein Witz, den man in der Belhankana Akademie immer wieder gemacht hatte. Aber ansonsten weiß ich nichts über ihn. Wir sollten ihn im Auge behalten, falls wir ihm wieder einmal begegnen. Ich traue ihm, wie gesagt, nicht. Dieser Kasim scheint mir eine gute Seele zu sein. Er ist rational und gefasst und nun ja, seine Entscheidungen beruhen nicht auf, nun ja, Emotionen. Er ist ja auch ein Elementarist und wenn er ein Elementarist des Eises ist, ist das nur nachvollziehbar. Nun, die sind in der Regel etwas unterkühlt, aber eigentlich ganz passable Leute, nicht wahr? Das Element des Eises ist ja auch nur eins von sechsen. Und die Drakonier, nun, das sind schon ordentliche Elementaristen von den Menschen, würde ich sagen, noch die fähigsten. Nicht im Vergleich mit uns Geoden, aber ja. Ich meine überdies, dass er ein treuer Gefährte von Yalan war. Sind sie nicht gemeinsam auf Maraskan gewesen? Ja, dort hat er wohl auch diesen wahren Namen von diesem Feuerelementar, Feuerdjinn erfahren. Oh, und diesen habt ihr? Natürlich. Ich würde mal dann diese Theseskerne und dieses Papier auf den Tisch legen. Hier. Ich hoffe, ihr habt ihm auch etwas im Gegenzug angeboten. Nun, unseren Dank. Er kann jederzeit vorbeikommen und sich ausführlich mit mir über elementare Themen unterhalten. Ja, aber kennt ihr nicht auch wahre Namen und dergleichen? Ja, ja, das meinte ich ja. Nun gut. Nun, ich werde meinen Teil wieder garantiert keine Geschäfte mit einem Drakonjara machen. Nun, ihr mögt in letzter Zeit aber auch gar niemanden, oder, Serpentilio? Selbstverständlich. Ich mag Leute von Kompetenz und Willenskraft. Und Überzeugung, vergessen wir das nicht. Lasst es mich wissen, wenn ihr eine solche Person findet. Serpentilio macht den Mund auf, dann wieder zu. Nun, genug dessen. Ich möchte euch nun etwas mitteilen. Ich hatte ja von Zulamin die Aufgabe bekommen, mich einmal bei Marix Fuchsecker umzuschauen, nicht wahr? Ja, denn diese Sache war doch etwas seltsam. Meine Recherche hat Beängstigendes zutage gefördert. Ich habe zufällig, während ich in ihrer Kajüte war, ihr Tagebuch gefunden. Und ich würde mal das Tagebuch hervorholen, was ich von Diamantis erhalten habe, wovon ich auch noch eine Abschrift angefertigt hatte. Das hier ist es, Junge. Naja, ich habe die wichtigen Seiten, also 5-6 Seiten habe ich abgeschrieben. Das geht innerhalb von einer Woche. Naja, gut. Also, ne? Tatsächlich auch. Seht, das ist das Tagebuch und ich bin nur einmal quer darüber gegangen, aber diese Seite ist mir besonders ins Auge gefallen und es scheint wohl, dass sie uns ausspioniert hat. Zeig da mal her. Ja, ich würde Zulamin das Buch reichen. Massenmord? Ja, steht diese hier. Diese Frau fantasiert wohl.
Was für ein Massenmord? Zulamin versucht, den Kontext zu erfassen. Ich glaube, das bezieht sich auf Janka, wo wir in der Stadt gekämpft haben. Das soll ja wohl ein Witz sein. Sie hat offensichtlich vergessen, dass wir von ungefähr 300 Leuten angegriffen worden, die versucht haben, uns zu ermorden. Und wie man in Brabak sagt, Mord ist eine Frage des Standpunktes. Nun, hier geht es dann weiter mit dem Erwerb von Gift.